Angst, verstehen Sie, dass ich das nicht mehr hätte. Das würde mich einfach total erledigen. Ich habe mir solche Stahlschränke angeschafft, wenn ich verreise. Und dann denke ich, vielleicht brennt das Haus ab in der Zwischenzeit. Und dann habe ich jahrelang habe ich alle diese Bücher immer in die Stahlschränke runtergetragen und eingeschlossen, nicht? Und dann wieder raufgetragen, weil ich einfach gedacht habe, mein Gott, das ist ja mein Leben da drin. Ich lebe ja darin viel mehr als in jedem anderen Gelände der Welt. Schlimmen Band, schau. Band 42. Das sind übrigens diese da. Sind, also das ist in Amerika gekauft, die da, nicht? Diese Art. Die gibt es in Amerika in den Colleges sehr billig. Alles andere, das sind sogenannte Blindbände. Da ein guter Verlag, wenn er ein, sagen wir mal, macht eine García Lorca-Ausgabe, dann macht der Hersteller einen Band, probeweise mit Papier, dass man sieht, wie wird das aussehen. Und dieses ist völlig, da ist nichts drin gedruckt. Da steht Hexens vorne drin. Das ist hier schon weg. Also das war im Surkamp Verlag für irgendein Projekt. Ne? Und ich habe bei der Sekretärin immer das Privileg mir erstritten, solche Blindbände zu bekommen, um sie vollschreiben zu dürfen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und wenn das dann 4 Jahre geht und so ein Band ist fertig, dann habe ich hinten drin, ein ordentlicher Mensch, schau mal, das sind Register. Und da das über 1000 Seiten hat, das Dings, habe ich alles, was über 1000 Seiten ging, rot. Und was bis zu 1000 war, schwarz. Ich hätte auch gern ein Wort für diese Latte von Büchern. Aber ich kann sie nicht Tagebuch nennen, weil das Tagebuch, das kotzt mich an. Das sind keine Tagebücher, oder? Das sind Entwürfe. Weil Notizbücher ist mir zu farblos. Tagebücher ist, stimmt nicht. Tage- und Nachtbücher ist pseudopathetisch. Also Schreiben und Existieren sind eins für Martin Walser. Sein ganzes Leben, sein ganzes Werk steckt in diesen zerfledderten Büchern. Ein Kondensat aus den Erfahrungen der Tage und Jahre, durchzogen von langfristig angelegten Projekten, Ideen und Motivsträngen. Jeder neu entstehende Roman nimmt Formulierungen und Motive aus diesen Journalen auf. Und jedes Werk ist vernetzt, verknüpft mit allen anderen Arbeits- und Lebensbüchern. Schreiben und Notieren ist das erste, wichtigste Zwiegespräch. Es gibt Reisen und Terminpläne, die man zu erfüllen hat, wo man sozusagen nicht mehr zum Notieren kommt. Also wo du gar nicht, du machst den ganzen Tag, musst du irgendwo rumrennen und was machen und abends fällst du ins Hotelbett oder so. Und wenn das ein paar Tage hintereinander geht, dann habe ich wirklich Entzugserscheinungen. Das heißt, ich bin mir dann nicht mehr greifbar, ich bin mir nicht mehr spürbar, ich bin mir nicht mehr gegenwärtig. Ich bin zutiefst unzufrieden. Mein sowieso schwach entwickeltes Ich hat sich vollkommen verflüchtigt. Und ist nicht, und das weißt du, wenn du dich nicht mehr spürst, wer soll dich dann spüren, oder? Schreiben ist seine Reaktion auf die fundamentale Unsicherheit gegenüber der eigenen Existenz, dem eigenen Ich. Ich verändere nichts. Mich verändert alles, ist so ein typischer Walser-Satz. Walser ist einer der erfolgreichsten und produktivsten Schriftsteller. Und dennoch fehlt ihm das Gefühl des Etabliertseins. Immer ist er verletzbar, ausgesetzt. Seine Figuren haben alle etwas von ihm selbst und sind zugleich Ergebnis einer methodischen Selbstentfremdung. Das Ich genügt sich nicht. Es muss sich entäußern, im Anderen wiederfinden.
gibt eine späte Hölderlin-Zeile, kleine Vierzeiler. Was ist Gott? Und da kommt vor, ist eines sich unbekannt, schickt sich's in Fremdes, so ähnlich. Also wenn du dir unbekannt bist, dann musst du dich schicken in Fremdes, in Lach, in Bernd Streif, in Anselm Christlein, in Gottfried Zürn. Du musst dich in Figuren schicken, um dir bekannter zu werden. Und das kann man auch ein Selbstgespräch nennen, natürlich. Gut, aber es ist ein Selbstgespräch mit Figuren. Ne? Wenn Sie sich Ihres Ichs ganz sicher sind, dann brauchen Sie das nicht. Dann strotzen Sie vor Selbstgewissheit. Wenn Sie strotzen vor Selbstungewissheit, dann müssen Sie irgendwas tun, wie Sie sich erfahren können. Schreiben ist, wie Walser einmal sagt, eine Schmerzverstummungsgeste. Das Ungenügen an der Wirklichkeit ist in den Arbeitsjournalen allgegenwärtig, aber sie enthalten eben zugleich die Reaktion darauf. Walsers Helden sind Anti-Helden, die für ihn den Part übernehmen, auf Schmerz zu reagieren, so wie der Held im Roman Die Verteidigung der Kindheit. Der Alfred Dorn, der wehrt sich, wenn er in eine neue Stelle kommt, fühlt er sich als Opfer einer homosexuellen Verschwörung. Alle Herren auf der Etage, die hat er das Gefühl, die wollen ihn anmachen, die wollen was mit ihm. Bis ihm ein Psychiater beweist, dass das alles seine Einbildung ist, dass er homosexuell verfolgt wird. Verstehst du? Und dann ist er natürlich auch unglücklich, dass er nicht homosexuell verfolgt wird. Nicht? Und das Ganze ist eine elende Einsamkeit, die nur von Deutungsorgien lebt. Ja? Und das ist nicht schön, das ist nicht glücklich, das ist nicht strahlend, das ist nicht gewinnend. Das ist saumäßig schwer zu ertragen. So, und diese Art von Erzählung ist natürlich auch, die macht mich zu einem Autor, der, wie ich das lange Zeit formuliert habe, nicht zu einem Geschenkbuchautor hat werden lassen. Das muss man in Kauf nehmen. Das ist nicht eine Wahl, das ist keine Leistung, das ist einfach das Ergreifen des Möglichen. Walser ist überzeugt, dass ein Autor seine Figuren nur dann zum Leben erwecken kann, wenn er ihre Schwächen selbst im Keim in sich trägt. Die genaue Ausformulierung von Gefühlen hat eben nichts mit Einfühlung zu tun, sondern mit existenzieller Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass Männer und Frauen in ganz wichtigen Befindlichkeiten, dass man da nicht so tun muss, als könnte man eine Frau nicht verstehen, weil das von einem anderen Stern ist. Also ich will ein Beispiel sagen. Diese Frau, meine da, die heiratet nachher einen 38 Jahre jüngeren Mann, Marokkaner. Und wenn der nach Marokko fährt, da kann er sie natürlich nicht mitnehmen, weil die wissen dort nicht, dass der mit so einer alten Frau verheiratet ist. Und dann ist sie allein, dann hat sie Sehnsucht. Und natürlich können Sie Sehnsucht nicht schreiben, wenn Sie Sehnsucht nicht kennen. Verstehen Sie, das meine ich. Da muss ich mich nicht, ich habe keine Ahnung, wie diese Frau sich, wenn sie Sehnsucht hat, benimmt. Aber ich nehme jetzt mal an, Sehnsucht ist Sehnsucht. Die Gründe für Sehnsucht können verschieden sein. Ne? Aber ich lasse mir nicht einreden, dass ich mich in eine Frau hineinversetzen muss, um Sehnsucht zu erzählen. Und sonst, weil, also erzählen kann nicht sein imitieren. Ne? Warum muss denn eine Frau wieder natürlich schön sein, um schön zu sein? Warum haben Sie überall die Plakate aufgehängt, die Fotografien, dass man keinen Schritt gehen kann, ohne daran erinnert zu werden, wie wenig man ist? Man unterbricht das Gespräch 50 Mal, wenn man mit einem Mann durch die Straßen geht, um ihn nicht zu stören, wenn so ein Bild ihm den Kopf im Vorbeigehen allmählich herumdreht. Oder man spricht weiter und weiß,
dass er jetzt nichts hört. Warum darf denn ein Mann sein, wie er ist? Er darf schwitzen, dreckig sein, nach Mann riechen. Bloß von uns hat man künstliche Bilder angefertigt. Uns wird eingehämmert, es genügt nicht, normal zu sein. Wenn er jetzt läutet, kann ich ihn nicht mehr einlassen. Ich bin zu hässlich geworden. Warten macht hässlich und er hat mich zu lange warten lassen. Aber er läutet auch gar nicht. Ich würde ja doch hinausrennen und öffnen. Aber er kommt nicht und ich muss froh sein, dass er nicht kommt. Trotzdem gelingt es mir nicht, froh zu sein. Das ist nicht zu machen. Für Walser drängen sich Worte vor allem dann auf, wenn etwas fehlt, etwas wehtut. Walsers Poetik ist eine Poetik des Schmerzes und des Mangels. Sprache ist ein Element, sagt er. Und nur dieses menschliche Grundbedürfnis, die eigene Existenz immer wieder buchstabieren zu müssen, zu erfahren, wer man ist, bringt einen zum Lesen und Schreiben. Weil eben nichts schwerer ist als eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Wie Sie sich denken können, ist es so, dass es sich in einem Satz auf eine Frage nicht beantworten lässt. Es ist die alles fundierende Lebensstimmung oder Schwierigkeit oder was Sie wollen. Auf jeden Fall nichts, was man hat als Besitz, als verfügbar, als verlässlich, sondern ein Prozess. Das klingt natürlich ein bisschen komisch, wenn man sagt, bequem im Sessel sitzend, ein Prozess, der andauernd weh tut oder weh tun kann in jedem Augenblick. Nicht? Was halt dann auch einen zum Schriftsteller macht. Seit Beginn seiner Laufbahn ist Martin Walser auch eine öffentliche Person. Er nahm und nimmt temperamentvoll an so mancher Debatte teil. Vorläufiger Höhepunkt ist der Streit um den Roman Tod eines Kritikers. Walser greift hier auf das literarische Genre des Schlüsselromans zurück, um eine Satire über die Zerstörung des Autors durch den Literaturbetrieb zu schreiben. Und jede Satire muss bitter sein, überschreitet Grenzen. Walser will sich keiner Meinungsdiktatur unterstellen, die im Gewande der Political Correctness daherkommt und ihm vorschreiben will, was Gegenstand und Inhalt eines Romans zu sein hat. Was anständig ist, weiß jeder. Er weiß, was politisch anständig ist, er weiß, was sittlich anständig ist, er weiß, was bürgerlich anständig ist und so weiter. Also es ist kein Mangel an verbreitetem Wissen über das, was anständig ist. Man könnte auch sagen, was er weiß, was geschmacklos ist und was nicht geschmacklos ist und so. Es ist ziemlich sicher auch, dass ein Romanautor mit diesem Fundus überhaupt nicht auskommen kann. Also verstehen Sie, ich will jetzt nur am Beispiel von Tod eines Kritikers, da hat man gesagt, es ist doch geschmacklos, das und das und das und das. Ja, das ist geschmacklos. Na und? Es ist geschmacklos, aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Ich kann die Stellen aufzählen, die finde ich auch geschmacklos. Aber ich kann die doch nicht weglassen. Das Leben ist doch mehr, als geschmacklich sein darf. Und dass man geschmackvoll sein soll. Ich mag auch nicht... Ich benehme mich ja in Wirklichkeit auch so unauffällig wie möglich. Ich... Mach ja nichts Böses direkt, oder? Ich bin genauso unter der Decke wie alle Menschen. Aber als Autor komme ich damit nicht hin. Als Autor möchte ich gerne das Menschenmögliche schon erzählen dürfen. Der Roman nimmt die inszenierte mediale Entrüstung schon vorweg. Man kann dort im Voraus nachlesen, was in der Realität dann auch passierte. Die Ersetzung der Lektüre durch den arrangierten Skandal.
das Verschwinden der Literatur hinter dem Medien-Event. Doch anders als der FAZ-Herausgeber suggerierte, handelt es sich nicht um einen publizistischen Schnellschuss, sondern um ein komplexes Romanprojekt, dessen Wurzeln weit zurückreichen in Walsers Journale der 80er Jahre. Das stammt natürlich aus den Notizbüchern, ist klar. Bildet sich nicht in dem Augenblick, in dem du diese Sache da erzählerisch bedienst, sondern das ist eine Erfahrung. Das hätte ich sogar, also ohne es zu wissen, das hat sich bei der Veröffentlichung dieses Buches glänzend bestätigt, weil der härteste Schlag ist der von Herrn Schirmacher, weil ich überhaupt nicht weiß, warum. Es ist nachgewiesen unter Kundigen, dass das kein antisemitisches Buch ist. Er hat es dazu erklärt, hat einen enormen Krawall und Skandal gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Also das ist fast so wie in einem Kafka-Roman, könnte sowas vorkommen, nicht? Walser erzählt die Geschichte des Autors Hans Lach, dessen aktueller Roman »Mädchen ohne Zehennägel« von dem Starkritiker André Erlkönig in dessen Literatursendung »Die Sprechstunde« extrem unfair verrissen wird. Lach gerät nach dem Verschwinden Erlkönigs unter Mordverdacht. Als Indizien gelten ein blutgetränkter Kaschmirpullover und Spuren im Schnee. Erlkönig aber kehrt schließlich triumphal in einer großen Medieninszenierung zurück und liefert dem Literaturbetrieb ein Lehrstück. Also da taucht überall das Projekt auf Mädchen ohne Zehennägel. Das spielt dann in Tod eines Kritikers eine Rolle. Das ist das Buch, das von ihm dann so, was eigentlich den Anlass gibt. Nicht? Dass überall gibt es Notizen Mädchen ohne Zehennägel. Auf Seite 40, das ist also aus dem Jahr 86. Gell? Da habe ich natürlich noch nicht gewusst, dass ich Mädchen ohne Zehennägel nachher dem Hans Lach als andiene, als Projekt. Aber als ich Tod eines Kritikers schrieb, wusste ich, muss ein seriöses Projekt opfern. Weißt du, eines, das ich wirklich geglaubt habe, da mache ich einen Roman draus, aus Mädchen ohne Zehennägel. Ne? Das habe ich also dem Lach dann geschenkt, dass es der André Erlkönig verreißen kann, dass dann der Lach erbittert stürzt und vielleicht das alles macht, was man ihm dann vorhält. Der symbolträchtige, vermeintliche Mord ist nur die Projektionsfantasie eines aufgeladenen Medienzirkus. Das eigentliche Thema des kunstvoll strukturierten Romans ist die Spaltung und Entfremdung eines Autor-Ichs unter dem Druck literatur- und subjektfeindlicher Bedingungen. Ich bin jeden Tag froh, dass ich das geschrieben habe. Dass ich nach dieser ganzen Zeit des Hinnehmens da einmal entgegnet habe. Und ich käme mir armselig vor, wenn ich es jetzt immer noch nicht geschrieben hätte. Also das kann ich jeden Tag, bin ich froh darüber. Und trotzdem immunisiert mich das nicht gegen neue, ähnliche Erfahrungen. Verstehen Sie? Walser bleibt auch mit 75 der verletzliche Autor, als der er antrat. Der, wie hier bei der Verleihung des Hermann-Hesse-Preises, lieber seine Sprachlosigkeit formuliert, als sich in Formeln zu flüchten. Meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst bedanken bei all denen, die schuld daran sind, dass mir dieser Preis verliehen wurde. Ich bin ein bisschen zu befangen im Augenblick und dieses Kuvert wiegt noch ein bisschen zu schwer in meiner Hand, als dass ich Ihnen ganz sagen könnte, wie es mir im Augenblick zumute ist. Dazu müsste ich vielleicht ein Lyriker sein, aber als angehender Romanschriftsteller hat man es ja immer mit der Vergangenheit zu tun und wahrscheinlich werde ich erst in 5, 6 Jahren genau wissen, wie es mir heute Abend hier zumute war. Walsers Versuch über die Vergangenheit ist sein großer Deutschlandroman »Ein springender Brunnen« von 1998. Ein autobiografisches Werk, jahrzehntelang in den Blindbänden vorbereitet. Bei mir als Projekt hieß es immer »Eintritt meiner Mutter in die Partei«. Das war natürlich für die Romanumgebung zu privat. Oder?
Und da hat es immer geheißen, Eintritt meiner Mutter in die Partei. Und da habe ich halt alles notiert. Das hatte auch eine abstrakte, strategische Überlegung, wenn es mir gelänge, den Eintritt meiner Mutter in diese Nazi-Partei zu schildern, dann hätte ich erzählt, wie Deutschland in diese Partei eingetreten ist. Das war so 32, 33. Sie sagten, wenn das Dritte Reich bevölkert gewesen wäre von solchen Studienräten und Gorbachs, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Aber da waren eben Dämonen am Werk. Und da würde ich sagen, wenn Dämonen am Werk gewesen wären, dann wäre es 35 Schluss gewesen. Denn die Bevölkerung in jeder einzelnen Kleinstadt, wenn das abnorme Bösewichte gewesen wären, dann hätte man, ich garantiere auch, selbst das deutsche Volk hätte sich das nicht gefallen lassen. Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, beschreibt Vergangenheit, als wäre sie noch Gegenwart. Er beschreibt, wie die Leute auf dem Dorf in die Partei eintreten, aber er erzählt vor allem von dem Zustand und dem Zeitraum, als er Worte wie Kindheit, Vergangenheit oder Heimat noch nicht hatte oder brauchte. Weil man sie erst verlieren muss, um sie als Begriffe zu gewinnen. Der Bloch hat den Satz gesagt, der wurde ja damals oft zitiert, Heimat ist das, worin noch keiner war oder so ähnlich. Weißt du, Utopie, Heimat, die Stifter. Ich habe immer gesagt, Heimat ist das, worin wir nicht mehr sind. Heimat ist überhaupt für mich gar kein Gegenwartswert, sondern Heimat hat man gehabt. Treibendes Motiv seines Schreibens ist eine Verlusterfahrung. Und Walser nimmt in seinem autobiografischen Roman die Kindheit gegen nachträgliche, wohlfeile Korrekturen in Schutz. Vergangenheit ist deshalb so wichtig für Walser, weil sie die Voraussetzung dafür ist, wer er ist, wo er herkommt. Es geht ihm dabei um Zeitgenossenschaft. Leute aus ganz anderen Dörfern, ganz anderen Städten, ganz anderen Zeiten schreiben dir, dass sie in dem Buch Heimat entdeckt haben. Und dass es bei Ihnen auch so war. Früher. Jetzt kommt dieses Wort früher. Verstehst du? Früher. Früher ist ja sowieso das Tor zur Poesie erster Klasse. Ne? Gut, dann erlebst du, dass dein Kindsein und so weiter auch das Kindsein von anderen Leuten mit inbegriffen hat. Und das ist die wahre Droge der Schreiberei, weil du bist dann nicht mehr allein, du bist nicht mehr einsam, verstehst du? Wir sind ein Club von Leuten, denen das Heute nicht genügt, ohne das Gestern und Vorgestern. In der Vergangenheit, die alle zusammen haben, kann man herumgehen wie in einem Museum. Die eigene Vergangenheit ist nicht begehbar. Wir haben von ihr nur das, was sie von selbst preisgibt. Auch wenn sie dann nicht deutlicher wird als ein Traum. Je mehr wir's dabei beließen, desto mehr wäre Vergangenheit auf ihre Weise gegenwärtig. Träume zerstören wir auch, wenn wir sie nach ihrer Bedeutung fragen. Der ins Licht einer anderen Sprache gezogene Traum verrät nur noch, was wir ihn fragen. Wie der Gefolterte sagt er alles, was wir wollen, nichts von sich. So die Vergangenheit. Herr Dr. Walser, Sie sind der Autor dieses Stückes Eiche und Angora. Ich frage Sie nun nicht, was wollen Sie mit diesem Stück, sondern was wollen Sie als Schriftsteller überhaupt? Naja, zuerst einmal schreiben, einfach weil sich herausgestellt hat im Laufe der Jahre, dass das die Beschäftigung ist, die mir am meisten Spaß macht. Dass ich abends wenn es ganz schlimm hergeht, sogar zwei Gläser Rotwein trinke, das kommt daher, weil ich das Schreiben als eine Verkrampfung erlebe. Diese Sätze tauchen ja auf, nicht für immer, sondern der taucht jetzt auf und es musst du schreiben, dass er nicht weg ist, wo du ihn hingeschrieben hast. Oder? Du hörst diesen Satz und schreibst und das 3-4 Stunden lang. Diese Sätze ergänzen, die produzieren sich ja selber, wenn du da drin bist, auf dem Papier und die Sache läuft.
Also gut, und wenn du das mit Hand machst und der Schreibtisch vibriert mit und das Papier nimmt auf und so, dann bist du doch nach 4, 5, 6 Stunden bist du doch ganz schön müde und erschöpft und verkrampft. Das ist das Schöne beim Schreiben. Schreiben ist für Walser so elementar, dass es keine Strategien verträgt. Das Reservoir der Notizbücher, dieser Vorrat ist das einzige Arbeitsmittel. Und das Schreiben eines Romans beginnt mit dem Abschreiben aus diesen Büchern. Der Rest ergibt sich von selbst, ja, er drängt sich auf. Schreibend gewinnt sich Walser die Welt zurück. Sein Lieblingssatz ist von Nietzsche. Diese meinen, die Wirklichkeit sei hässlich, aber daran denken sie nicht, dass die Erkenntnis auch der hässlichsten Wirklichkeit schön ist. Das, was ich nenne, dass das Schreiben alles Negative wirft einen weißen Schatten. Es ist einfach toll. Es gibt nichts, wenn du es entsprechend ausgedrückt hast, was dann noch hässlich ist. Und das ist auch nichts, was dann noch negativ ist. Verstehst du? Das gibt dann nicht. Das ist ja die Entgegnung auf ein Negatives. Überwindet ja das schlechthin Negative und macht es doch zu einem Ausgedrückten. Du bist nicht mehr das Objekt eines scheußlichen Prozesses, sondern du hast es gesagt, wie es dir zumut ist. Wir müssen fragen, grübeln, zweifeln, solange wir leben. Kein Paradies, kein Idyll. Aber wir haben die Sprache. Die Sprache, sagt Walser, bleibt unser unkommandierbarer Reichtum. Dass ich mich hinstelle und es passiert in mir nichts, also das wäre vielleicht das, was Sie Idylle nennen, aber ich glaube auch nicht, dass das Idylle wäre, denn selbst in den Idyllen, in den tradierten Idyllen, ist an den Rändern immer ein bisschen Grauen aufbewahrt. Und natürlich, das ist natürlich eine Herausforderung an alles Sprachliche. Das kann man nicht bloß quittieren mit schönes Bild.